Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League mit dem Alex und mir und heute mal aus einer anderen Sicht, und zwar meiner. Geld! Aus Rickys Sicht und aus dem ersten Grund, weil ich momentan nicht zum Holland komme, und aus dem zweiten, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist eh gescheiter, weil ich immer ab und zu doch den Packers Lösch habe. Ja. Das ist sowieso nicht die schlechteste. Rocket League haben wir schon lange, also gekommen ist es vor kurzem erst wieder, da noch eine Folge offen war, aber wir haben schon lange aufgenommen. Das stimmt. Weißt du, die letzte Folge Rocket League haben wir tatsächlich so ungefähr fast vor einem Jahr aufgenommen. Echt jetzt? Ja. Holy shit. Ricky und ich haben es geschafft, dass wir auf der letzten LAN, auf der wir waren, dass wir mal meine Videos ihm überspielen, damit er die mal hochlädt. Ja. Also das Kontingent ist jetzt komplett aufgebracht. Ich habe keine Videos mehr. Okay, doch schon noch ein paar Ruhe, aber erst bei allen Lügen. Ich habe keine Videos mehr. Ja, eigentlich schon noch. Das Einzige, was halt noch ist, ist, dass ich ohne Controller spiele. Ah ja, stimmt. Andi hat mich vorhin angeschrieben, er bringt mir meinen Morgen vorbei. Ja, das hat er mir auch. Also er hat mich gefragt vorhin, ob er mir den heute noch abends um 10 vorbeibringen soll oder morgen. Habe ich gesagt, ja, ich bring mir morgen vorbei. Du spielst da eigentlich eh nichts mit Controller aus dem Ab. Ja, doch, der Cells. Hab ich. Aber ich meine, ich kann ja Rocket League sowohl mit Controller als auch mit. Ja, ich wusste, ich hab's das eben bis gestern, hast du mal, glaube ich, wusste ich nicht, dass du Rocket League mit Controller spielst. Ja, ich habe mir da mal ein Video von Sunless Khan angeschaut. Dachte ich mir, er hört sich eigentlich schon schlüssig an, was er da sagt. Dann habe ich mit Controller gespielt, dachte mir, okay, damit kann man, ja, dass man halt mit der Controllersteuerung smoother spielen kann. Nein! War doch noch schneller. Fuck. Hast du gesehen, was für ein Ranked waren wir den letzten Rocket League Aufnahme? Boah, ne, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, das wird schon besser, also von Ranked besser, weil sie sind. Das kann sein. Aber wir hängen halt einfach seit gefühlten 1000 Monaten auf dem Diamantrang. Naja, das stimmt allerdings. Bitte. Sehr schön. Da müssen wir jeden Tag wirklich spielen, damit wir irgendwann mal wegkommen. Was hat er dann gesagt? Das ist so der Rang, wo wir momentan am längsten hängen. Und wenn wir dann besser werden, kommen wir dann schneller voran. Ja. Er hat halt gesagt, also auch wieder beziehen wir uns ja auf Sunless Khan. Ja. Er hat quasi gesagt, es gibt so 300, 400 Spielstunden, wo du quasi eine extreme Stagnation von deinem Rank hast und wo es dann auch passieren kann, dass du ziemlich weit zurückfällst. Aber wir hatten es, wir hatten immer so zwischen Diamant und Platin, also Diamant 1 bis Platin 2 bei Ricky. Da immer wieder rumgeschwankt und das war halt nervig. Das Einzige, was ich merkte, wir schwanken immer so weit runter, wir schwanken jetzt immer so zwischen, eigentlich bei Diamant. Wir liegen umeinander. Fuck. Lol. Ja. Ist drin. Schön, schön. Ich habe einen Vorblock. Football. Woo. Vorblocker. Naja, Vorblocken ist jetzt so eine Sache. Wenn man jetzt seinen Gegenspieler in die Luft jagt beim Football, ist es dann immer noch blocken? Ah. Ja, dann habe ich schon Mord. Ja.
Fuck, fuck. Ich häng da. Nein! Ah, ich bin. Das wäre aber auch komplett random, wenn du einen tackelst beim Football auf einmal explodiert da. Da wäre es selber schuld eigentlich. Kann ich nichts dafür. Muss mir ja sagen, dass er eine explodierende Leber oder so hat. Ja, eine sehr explosive Persönlichkeit. Das ist echt so. Das muss ja ich wissen. Das muss ich mich ja einstellen. Boah. Ist er drin, ne? Schön. Ja. Schön, schön, schön. Wow. Wow. Wir spielen gegen Tricky Daddy. you are homo. No, you. Who says I'm gay? Why are you gay? So. Kriegst du den zu mir in Mitte? Ich nehme die Mitte, nicht aufs Tor. Hab ich? Solange der Fischer sein PC nicht hat, müssen wir auch Hand ohne ihn aufnehmen. Ja. Oh, dieser Motherfucker. Hä? Wieso war das nur ein fucking. Das war kein Wetter, kein. Hui! Kasperade. Auf jeden Fall, wir sehen uns in Runde 2. Piotr Lev Vadim und Vadim Lev Piotr, gegen die spielen wir in dieser Runde. Schauen wir mal. Ob wir nur zwei Matches brauchen oder dann doch drei. Ja, natürlich auch wenn jetzt wer alles aufnimmt. Dieses Best of Three bleibt natürlich. Mitte wieder. Bitte fester, danke. So vielleicht. Nein! Der ist drin! Nee, ist er nicht! Ah, scheiße! Scheiße, was ist passiert? Scheiße, was ist passiert? Komm, der aber jetzt, ja! Ich wollte ihn so ein bisschen schubsen noch! Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, also bei der letzten Aufnahme hatte ich auf jeden Fall noch den T-Rex drin in der Explosion. Mittlerweile habe ich ja den Marshmallow. Das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also der Wechsel ist smooth gewesen. Smooth. You've been hit by. You've been smooth. Wie habe ich auch gedacht. Smooth. Schön. Servus. Moin. Servus. Moin. Servus. Dieses Gurkenwettessen. Der Typ, der andere, haben wir erst ein bisschen Like und zweitens sah einfach aus, würde er gerade einfach sterben an der Gurke. Ah, scheiße. Mit den Double Taps habe ich es noch nicht so irgendwie. Und ich. Ah! War ein freaking Kreuzer, ein Christophorus Kreuzer wäre es gewesen. Harry Piotr. Fuck, ich hab gerade den falschen Knopf zum Springen gedrückt. Wow. Fuck. Weiter bin ich. Haben schon zwei Tore? Ja. Wie das? Keine Ahnung. Lol. Das wäre um eins. Dachte das eine, wo wir über das geredet haben, dass du eine neue Torexplosion hast. Das war das erste Tor und das einzige. Was war mein Fehler? Ich war vorhin auf den falschen Knopf gedrückt. Ich hab keinen Boost. Ah, oh, knapp verfehlt, dang it. Das. War natürlich ja! Alles so geplant. Da habe ich noch mal kurz mit Druck. Dein war da. Ach, mein Schrein vor allem. Ah!
Mir ist halt auch aufgefallen, wir brauchen mehr Aufnahmen, die jetzt halt noch rauskommen. Lol. Der ist aber nicht drin. Vor allem für Team Let's Play und wenn dann noch vielleicht ein bisschen Story Let's Plays, weil sonst besteht das Best of 2019 nur aus Singleplayer Sachen von mir. Das wollen wir nicht haben, oder? Nee. Dann müssen wir schauen, ob wir mal wieder richtig Zeit finden für Deponia. Weil da wollen wir natürlich Chaos of Deponia 2 wollten. Also Chaos of Deponia. Statt. Wollen wir starten wir 2. Und Random Shits. Das ist halt das, wo ich noch ein bisschen mit dienen kann, da wo auch einiges kommt. Weil ich glaube, Random Shits sind mit den Sachen, wo am meisten Crap mit passiert. Ditte kennt der Stimme. Harry Piotr. Da haben wir uns gerade ein bisschen selber. Da hier möglicherweise. Da ich hab mal gehalten. Ja, aber ich wäre ein bisschen anders runtergekommen. Das heißt, ich wäre vielleicht im Tor gestanden. Hätte, Fahrradkette. Hätte, Autokette. Ich bin ja Rocket, ich kenne. Keine Transfusion. Warte, pass auf dich. Ah, schade. Ja, aber noch nicht zu. Das war ein Problem. Wir haben beide gewonnen. Ja gut. Wir machen diesen Fehler so oft, aber wir hören noch nie auf. Schön, danke. Er hat gar nichts gemacht, dachte er spielt irgendwie. Boah. Vorsicht hinter dir. Hab ich. Okay. Schön! Mein Gott. Zwei Spiele gewonnen. Was? Zwei Spiele gewonnen? Ist doch super. Ja. Dann, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Like da. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Sind wir jetzt in Italien eigentlich? Ciao. Ciao.